Der Sieg! Der Sieg! Der Sieg war unser! Wir haben gekämpft bis aufs letzte Blut! Und wir haben sie! Wir haben sie besiegt! Große Verluste zeichneten unseren Kampf. Doch wir haben gesiegt. Und nur dadurch werden wir groß wachsen. Riesengroß. Moin, meine lieben Reisebegleiter, und herzlich willkommen hier in unserem Demo-Marathon Teil 3. Empire of the Ents hat mir einer meiner Zuschauer die Tage empfohlen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, in das Spiel reinzugucken. Und hier begeben wir uns in ein Strategiespiel. Ja, in die riesige Welt kleiner Insekten. Und schlüpfen in die Rolle einer furchtlosen Ameise und sollen die Kolonie vor den Gefahren des Waldes schützen. Das Ganze ist ein Echtzeitstrategie-Game mit Player versus Player, also kann man es wahrscheinlich auch im Multiplayer spielen. Wir zocken es jetzt mal Singleplayer-technisch an und ich bin gespannt. Ne? Empire of the Ents klingt interessant, die Grafik sieht erstmal ganz geil aus. Wir schauen mal rein, ne? So, wir gehen in die Story. Natürlich gehen wir in die Story. Wiederaufbau des ersten Außenpostens. So, Abnutzung. Wenn du ein Nest verlierst, wird die Legion, die mit dem Zoo langsam schwinden. Du kannst sie nur retten, indem du ihre Verbesserung wieder aufbaust, wo du kannst. Drücke linke oder rechte Maustaste, um die Tipps zu wechseln. Im Hub kannst du unter Zuweisung die Kräfte auswählen, mit denen du in strategischen Missionen spielen möchtest. Achso, und jetzt weiter. So, okay, wir sind hier Mr. Ant. Ant-Man. Ach, ist schon ein bisschen widerlich, ne? So, wir müssen raus aus unserer Höhle. Yes, baby. So, was heißt das? So, halte gedrückt, um zu zielen. Drücke beim Zielen, um deine ausgewählte Legion zu befehligen. Befiehl deinen Soldaten, sich in den gelben Bereich zu begeben. So, halte gedrückt, um zu zielen. Drücke beim Zielen. Okay, da ist meine Kolonie. Und was ist das? Yes, baby. Sichere das Gebiet. Drücke Q oder E, um die ausgewählt. Befiehl deinen Schützen, in den grünen Bereich einzudringen. Da oben dann, ne? Neuer Eintrag in der Liste der Kreaturen. Schmetterling. Drücke Escape zum Öffnen. Ach hier, cool. Schmetterling, ein niederes, fliegendes Wesen. Seine breiten und farbenfrohen Flügel sind eine Delikatesse. Vielleicht, weil einige von ihnen Aas fressen. Schütze. Roter Körper, grüner Bauch. Schützen dezimieren die Reihen der Soldaten mit ihrer furchterregenden Säure. Schwach gegen Arbeiterinnen. Okay. Ja, ist ja gut. Drücke Q oder E. Ach so, ich hab... Neuer Eintrag in der Liste des Links. Ach so, und dann haben wir hier Soldat und Schütze. Soldat. Roter Körper, kräftige Kiefer, schnelle und kräftige Nahkampfspezialisten. Stark gegen Arbeiterinnen, schwach gegen Schützen. Okay, haben wir gemacht. So. Ich soll ja jetzt irgendwie hier in den grünen Bereich eindringen. Aber grafisch ist es erstmal ganz geil, ne? Holzressource wurde entdeckt. Ja, geil. Gut. Hier, grüner Bereich. Wo wollt ihr hin? Hallo, Jungs. Okay. Kein Mensch weiß, wo sie sind, aber sie sind irgendwo. So, Holzressource entdeckt. Wo sind die Idioten? Da hinten. Hey! Leute, hier solltet ihr hin.
Die haben es einfach falsch kapiert, ey, die Idioten. Ihr seid falsch. Kommt zurück. Ja, geil, ey. Die dürfen auch hier hinkommen. Sammelt euch. Niederes Volk. Uah, seid ihr alle ekelhaft, Alter. So, haben wir auch geschafft. Fang die Bedrohung ab. Wähle deine Soldaten aus. Und befiehl ihnen, die Feuerwanzen anzugreifen. Wo sind denn Feuerwanzen? Da. Soldaten sind doch die gewesen. Nee. Die, ne? Nee, Quatsch. Die. Ja, tötet sie. Tötet die Schweine. Nein, nicht angreifen hier. So, nähere dich dem feindlichen Nest, um es aufzuspüren. Okay. Wo finde ich denn das feindliche Nest? Die kamen aus der Richtung, ne? Soldaten! Da! Nein, zu weit. Ah. Okay. So, neuer Eintrag in der Liste der Kreaturen. Termitennestwächter. So, Holz ist für diese Kreaturen eine Wand, eine Mahlzeit, ein Zuhause. Verteidigt Terminetennester. Termitennester. Termiten. Das ist auch so ein Terminit. Wogegen verteidigen wir das denn? So, bewege deine Schützen in den grünen Bereich, befiehl deinen Soldaten, das gegnerische Nest anzugreifen. So, wo ist denn der grüne Bereich jetzt? Hier. Hier. So, wo ist jetzt hier das gegnerische Nest? So, im grünen Bereich. Und dann müsste es doch das sein, ne? So, kloppt sie kaputt, kloppt sie kaputt. Ich dachte, ich soll die schützen. Das ist ein Gemetzel hier. Watten ihr Metzel, watten ihr Metzel, ne? Yeah, kämpft, meine Kleinen, kämpft. Oh, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Sind wir draufgegangen oder was? I think so. Okay, ich glaube, wir haben es verkackt. Ach so, ich hab's verkackt. Nest wurde erobert, aber ich hab's verkackt. Na toll. Gut, ich sollte vielleicht nicht so nah dabei stehen, ne? Ah, hier, Ausdauer hat er auch. Wupp. Juhu! So, Nest erobert. Ja, und nun? Bewege dich zum Nest und drücke F zum Interagieren. Natürlich hat's auch einige meiner Leute hingerafft. Hallöchen. So. Die anderen dürfen auch mal hier hinkommen. So, bewege dich auf den Bereich Legionen. Wie? Was ist denn hier? Da. Verteidigung. Gut, haben wir. Bewege dich auf die Verbesserung.
So, erstmal verteidigen, ne? Und jetzt Nest schützen. Holzbarriere. Gut. Und auch das. So. Oder war das jetzt falsch? Also ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Was ich zu tun habe, ne? Warte, bis die Verbesserung entwickelt wurde. Hier F. Ah. Hier. Legionen hier. Okay. Was kann ich hier machen? Herstellen. Okay, da war's. Zeit. Okay, Verbesserung entwickelt. So, drücke Q und E, um deine neuen Arbeiter auszuwählen. Halte X gedrückt, um Nahrung zu verbrauchen. Halte X gedrückt, bis deine Arbeiterinnenlegionen komplett geschlüpft ist. So, und jetzt X. Bedim! Yes, baby! Alter! So, schicke deine Arbeiter zu dem Tanzzapfen, um Holz zu sammeln. Okay. Gut, ich sollte im Kampf also nicht dazwischen stehen, ne? Bewege dich zum Nest und drücke F. Boah, die gehen maloren. So, bewege dich auf den Bereich Verteidigung. F. Bewege dich auf Holzbarriere. Habe ich gemacht. Gut. Und auf Nest schützen. Ah, jetzt geht's besser. Gehe zur Zielmarkierung neben dem Nest. Zielmarkierung neben dem Nest. Da. Halte X gedrückt, um den Bau mit Holz zu beschleunigen. Halte X, bis die Barriere fertiggestellt ist. Okay. Was? Aha. So. Finde und vernichte. Ach du Scheiße. Finde und vernichte, nachdem du eine Legion ausgewählt hast. Ziele auf die feindliche Legionskarte. Da kommt was. Achso, die kommen mit Holz wieder. So, wo finde ich denn, nachdem du eine Legion ausgewählt hast, Ziele auf die feindliche... Ach da, okay. Ah, da. Ich gehe mal zurück. Ich muss ein bisschen gucken, wo ich hier stehe mit meinem Leben. Da bin ich. Ich halte mich mal feige raus da. So, habe ich hier Wind? Ich habe hier Wind. So, drücke, um all deine Legionen auszuwählen. Sende all deinen... Legionen zum Nest. Ich habe alle ausgewählt. So. Oh. Vernichte alle Feindlichen. So. Aber ich will ja nicht
Die lassen wir schön kommen da, ne? Naja. Das ist ein witziges kleines Spiel, aber so wirklich überzeugend tut es mich gerade noch nicht, ne? Schützen sind in den Kampf eingetreten. Jawohl. Schützen. Schützt das ganze Dorf hier. Gut. Wir haben einen Stamm besiegt. Und den zweiten besiegt. Verlasse den Jagdposten. Sende deine Legionen zurück nach Bellokan. Wo ist denn Bellokan? Okay. Also alle... alle auswählen. So, nicht ganz. Ja, ja, passt schon, ne? So, Legionen heilen sich langsam, wenn sie sich nicht im Kampf befinden. Wenn du sie in der Nähe eines befreundeten Nests aufstellst, erhöht sich ihre Heilungsgeschwindigkeit. Drücke Q und E, um alle Legionen auszuwählen. Halte... rechte Maustaste gedrückt, um zu sehen, drücke, um deine ausgewählten Legionen zu verschieben. So, haben wir jetzt geschafft. Der Sieg! Tidim! Der Sieg! Der Sieg war unser! Wir haben gekämpft bis aufs letzte Blut. Und wir haben sie. Wir haben sie besiegt. Große Verluste zeichneten unseren Kampf. Doch wir haben gesiegt. Und nur dadurch werden wir groß wachsen. Riesengroß. Okay, das war's. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, that's it. Aber wir schauen noch mal rein. Vielleicht gibt es ja so einen zweiten Teil quasi. So, da müssen wir irgendwo hin. Und was ist unsere Aufgabe da? Ich meine, es ist schon irgendwie nice hier, ne? Gut, du wirst ja saufen, ne? Ist dir klar, ne? Du wirst sterben. Du wirst sterben. Sag ich ja. So, okay, was muss ich machen? Ich muss irgendwie darüber kommen. Kämpfen wir unseren Weg hier mal durch. Irgendwie schon ganz cool hier gerade, ne? Okidoki. Geht mir aus dem Weg. Niederes Volk, lasst euren Anführer vorbei. So, moin, sprich mit 9615. Grüße. Du bist nicht von hier. Lass mich sehen. Ah, Bellokan. Du willst zu unserer Königin? Yes, baby. Peace. Folge der Ameisenkolonne, der mit der Nahrung. Sie bringen dich zu Tayuni, unserer geliebten Königin. So, ich hatte eine kleine Pause gemacht, falls ich vergesse, das hier rauszuschneiden. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, vielen Dank für deine Hilfe. F? Ach so, muss man auch noch gedrückt halten. Ach, scheiße, ich hätte noch andere Fragen stellen können. Ach, das, ich dachte, das tue ich, aber jetzt müssen wir zur Königin. Er rennt im Kreis. Er rennt im Kreis. So. So, da müssen wir jetzt hin. Irgendwo hier. Oha. So, drücke Escape. Tayuni. Ist die das? Ja, die Königin von Tayukan, einer Stadt in der Föderation Bellokan.
Belo Kiu Kiunis Lieblingstochter legt ein für Königinnen ungewöhnliches Maß an Verschwiegenheit an den Tag. Was haben wir denn hier sonst noch? Feuerwanze, niederes Lebewesen, laufendes Fleisch mit roter Panzerung und schwarzen Punkten. Kann unerfahrene und isolierte Ameisen angreifen. Belo Kiu Kiuni, die Gründerin und Königin von Belokan, Herrscherin der Föderation, verehrt und geliebt von vielen. Belo Kiu Kiuni ist ein Name und ein Titel für die Anführerin der Föderation. Was haben wir denn noch hier? Nestwächter. Nur über unsere Leichen. Verteidigt rostbraune Ameisennester. Termitenarbeiterin. Orange Köpfe und weißer Körper. Sammelt, baut und kümmert sich um Termitennester. Stark gegen Schützen, schwach gegen Soldaten. Okay. Da muss man ja alles mal wissen, ne? Okay, Arbeiterinnen können sich gegen Schützen wehren, aber nicht gegen... Okay, das heißt, Schützen vielleicht nicht mehr. Erinnerungspheromone, Scans, Monarchfalter, goldene Schildkäfer. Was man hier alles noch machen kann. So, guten Tag. Wer bist du? Komm näher, lass mich dich spüren. Na, doch noch nicht jetzt. Wir kennen uns doch noch gar nicht. Wir sind doch noch gar nicht vorgestellt worden. Belokan sendet Hilfe. Deine Mutter Belo Kiu Kiuni sei gesegnet. Amen. Die Lage hier ist düster. Die Flut ist unaufhaltsam. Hilf deinen Schwestern in Taiyokan, bevor es zerstört wird. Woher kommt... Na! Oh. Ich will doch die nächste. Wie geht denn das jetzt hier? Hallo? Ach so. Woher kommt diese Flut? Taiyokan währte viele Jahre, aber so eine Flut gab es noch nie. Jetzt ist es zu spät. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Ressourcen der Stadt zu retten. Und all meine Kinder. Und all meine Kinder. Lässt sich die Flut irgendwie aufhalten? Die Flut aufhalten? Hast du vergessen, dass das Wasser unser Todfeind ist? Es gräbt, kriecht, sickert erbarmungslos. Nein, nein, Taiyokan ist verloren. Ein Exodus ist unsere einzige Hoffnung. Wir werden deine Töchter retten. Werden wir. Bestimmt. Aber schon witzig gemacht, ne? Irgendwie. Die Liebe und so. So. Okay, und was ist jetzt? Next Step? Wo hänge ich denn da? Wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Und an dem ganzen Wuselzeug sieht man die ja gar nicht. Was ist das? Kann ich hier Karten zocken oder was? Oh, neuer Eintrag in der Liste der... Kreaturen. Pausus. So, Tausus. Wo ist denn der? Pausus. Pausus. Schlaues Lebewesen. Vorsicht. Viele dieser Insekten sprechen unsere Sprache und können in unsere Städte eindringen. Ihr Ziel, Nahrung, Unterschlupf, Fürsorge von unseren Arbeiterinnen. Okay, die machen das. Das sind also die Zuhälter des Waldes, ja? Hallo, Taiyokan ist ein so schöner Ort, so ein schöner Ort. Ich musste nach diesem schrecklichen Unglück hierher kommen und helfen. Danke für deine Hilfe, Schwester. Das war's. Okay. That's it. Und hier vorne ist auch noch irgendwo was zu quatschen, ne? Wee-ho! Flying Ant! Schätze hier den Stein hoch, oder? Sah zumindest danach aus. Oder nicht? Da vorne. Hm. Okay. Bewegt es sich? Oder was? Juhu! Naja. Der war gerade ganz woanders. Wo sind wir denn? Hier. Besonderer Ort wurde entdeckt. Haben wir eigentlich sowas wie eine Map? Nein. Besonderer Ort wurde entdeckt. Ab und zu hakt es noch ein bisschen hier, ne? So.
So. Hi. Wem kann man denn jetzt hier sprechen, quatschen hier irgendwie? So, hier rein oder was? Ist sicher. Hallo. Gehen Sie in die Flasche. Ich sagte, tu das so, also tu das so. Da ist der Kollege zum Quatschen, glaube ich, ne? Hier, du? Sprich mit 151. Ich bin 151. Hallo, 151. Lass mich deine Fühler untersuchen. Oh, so viele Geschichten, so viele Abenteuer. Ich wette, du hast alles gesammelt, nicht wahr? Was meinst du mit gesammelt? In der Welt gibt es so viel zu sammeln. Ein Blatt, ein Stein, ein Tropfen Honigtau. Manchmal wünschte ich mir, dass ich alles sammeln könnte. Alles. Geht es dir gut? Ich bin anders, weißt du? Ich bin ganz allein. Ich hege eine Leidenschaft, die niemand versteht. Ich sammle Dinge, Geschenke für meine Königin, Erinnerungen. Wo lagerst du das alles? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Wenn mir die Königin doch nur einen eigenen Raum geben würde, um alles aufzubewahren. Okay, ich muss gehen. Ciao. So, wo ist hier das Fragezeichen jetzt gewesen? Aber geil ist, wir können an der Decke laufen, oder? Kann ich nicht unter der Decke herlaufen? Das ist ja blöd. Aber wo ist das Fragezeichen? Ist es hier drinnen? Ist es da draußen? Es scheint draußen zu sein. Jetzt lauf doch mal, ey. Ah, das sich bewegen ist hier noch manchmal recht schreckerlich, ne? So, fall mal da runter. Wo bist denn du jetzt? Nein, jetzt renn doch hier unten auf dem Boden lang. Hallo, Junge. Boah, ist der doof. Ja, dann hüpf halt. So, wo ist das Fragezeichen denn? Ich raff das nicht. Also ja, da drinnen habe ich einen zum Quatschen entdeckt. Aber da war nur einer. So. Ja. Da drinnen ist irgendwas mit dem Fragezeichen. Es ist doch da drinnen. Woanders kann ich mir nicht vorstellen. Was soll denn das? Ich weiß noch nicht, ey. Was haltet ihr von dem Spiel? Sagt's mir mal. Achso, ich wollte mal oben drauf gucken. Aber hier oben ist auch nichts, ne? Nee, da hinten ist noch wer zum Quatschen. Aber da drin war doch nichts. Jetzt renn doch. So, Fragezeichen. Da irgendwo ist ein Fragezeichen. Aber was soll es mir hier zeigen? Hallo, Fragezeichen. Hä? Ich verstehe jetzt nicht, wo mich dieses Fragezeichen hier hinführen soll. Nee, keine Ahnung, du. Ich eigentlich mit jeder Ameise quatschen hier? Nee. Ich habe keine Ahnung, was dieses Fragezeichen zu bedeuten hat. Kann ich dir nicht sagen. Nö. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es findet mich noch nicht so, dieses Spiel. Ne? Ich meine, grafisch, detailreich, sehr schön gemacht. Ja. Auch die krabbelnden Viecher. Dass es eine Story hat, finde ich interessant. Aber, ich verstehe noch nicht so ganz. Jetzt zum Beispiel mit diesem Fragezeichen, ne? Egal wie ich da hinkomme, ans Fragezeichen ran, verschwindet es auf die andere Seite oder wieder andere Seite, ne? Hier ist das Fragezeichen, ja. Aber auch gerade mit dem Typen, den konnte ich nur anquatschen, weises Wesen und, aber so wirklich was hat er mir nicht geholfen, ne? So. Ja, ich weiß, wie gesagt, es hat mich noch nicht so gefangen, dieses Spiel jetzt, ne? Ich meine, ja, alles schön und gut.
coole Sache. Aber, naja. Da komme ich nicht rüber, weil Wasser, Wasser macht tot. Und wo ist dieses Quatschzeichen da? Das ist doch, nein. Ich sehe, jetzt ist dieses Redesymbol wieder weg, ne? Ich werde hier bekloppt, ey. Da. Auf dem Blatt da oben, oder was? Aha. Das scheint ja bald so, ne? Muss ich den Farn hier hochwandern? Es sieht so aus, ja. So. Jetzt hüpft doch mal rüber da. Junge, 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 Junge. Ah, ja. 1411. Du bist neu, oder? Aus Belokan. Willkommen und denk dran. Halt dich von den Termiten fern. Warum hast du die Termiten? Warum sollte ich nicht? Manche sagen, sie waren einst friedlich. Jetzt, da unsere Stadt im Sterben liegt, ziehen sie los. Vertraue ihnen niemals, verstanden? Okay. Nichts. Ich möchte nicht über diese Kreaturen sprechen. Sie essen kein Fleisch. Warum nicht? Fleisch ist lecker. Richtig. Eines Tages fiel ein seltsames Obststück auf den Boden, grün und so. Sie fingen an, sein säurehaltiges Fleisch zu essen und alle starben. So fing der Krieg der grünen Früchte an. Der Krieg der grünen Früchte. Was ist damit? Den Damm gibt es schon länger als die Föderation. Ein Bericht erzählt, dass vor dem Unglück Ameisen in seiner Nähe gesichtet wurden. Aber die Späherin war krank, ihr Kopf war verletzt. Ein böses Aufeinandertreffen mit einem Marienkäfer. Es geht nur darum, Tayukan und unsere Königin Tayuni zu retten. Von den Termiten fernhalten. Verstanden. Okay. Ich halte. So, wie weit können wir denn springen? Ohne Schaden zu nehmen. Nein, das ging jetzt ja noch, ne? Dann gehen wir da zu dem Ausrufezeichen. Das war doch das Viech, mit dem ich gerade geredet habe, oder nicht? Nee, Ausrufezeichen, doch. Ja, hier ist das Ausrufezeichen, ne? Auf diesem Baum. Da wird's anscheinend wichtig, ne? Guten Tag. 230.196. Die Schwester aus Belokan? Als Mutter meinte, dass du kommst, war die Freude in unserer Stadt groß. Ah ja, und jetzt nicht mehr, ne? Aber kommen wir zur Sache. Wir brauchen Hilfe, um im Termitengebiet einen der Fluchtwege freizumachen. Was wartet auf dem Weg? Die Termiten haben überall an unserer Route Außenposten. Wir haben nach anderen Wegen gesucht, aber das ist der beste. Könnt ihr nicht einen Waffenstillstand aus? In der Vergangenheit gab es immer wieder unsichere Friedenszeiten. Aber durch die Flut sind sie aggressiv und verzweifelt geworden. Wir brauchen diesen Weg um jeden Preis, um meine Schwestern in Sicherheit zu bringen. Liegen auf dem Weg tayukanische Außenposten? Es gibt einen. Leider ist er in keinem guten Zustand. Wenn wir unsere militärische Präsenz dort verstärken, ja. Ja, das könnte etwas bewirken. 103.683. Okay. Werden wir den Fluchtweg freimachen? Natürlich. Ja, ich glaube nicht, dass wir das heute noch machen, ne? Du musst die Kriecher eliminieren, um Ressourcenpunkte freizumachen und ihre wertvollen Ressourcen zu sammeln. Gut, an dieser Stelle würde ich aber jetzt mal wieder raus aus der Demo gehen. Ja, so, was haltet ihr von dem ersten Eindruck? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich selber muss gerade sagen, das Spiel hat mich noch nicht abgeholt, noch nicht gefesselt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es weiterspielt. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Ich werde es mir auf die Wishlist erstmal setzen. Ich werde vielleicht mal in irgendwelche Let's Plays oder was gucken dazu. Im Moment ist das Spiel noch nicht so, wo ich sage, das muss ich auf jeden Fall zocken, muss ich auf jeden Fall spielen. Da war Worshippers of Cthulhu schon ein viel größerer Favorit. Und ja, wie gesagt, ich würde mich über eure Meinung freuen in den Kommentaren. Schreibt rege rein, was ihr davon haltet. Und wenn es euch gefallen hat, diese Vorstellung des Demos, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da.
Und wenn ihr es noch nicht getan habt und mögt, auch gerne ein Abo, um mich zu unterstützen und gerne auch eine Kanalmitgliedschaft, würde mich mega freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.